wunderschönen guten Morgen. Samstag früh, 6.08 Uhr. Seid willkommen bei Steckis Pictures World. Wir befinden uns in Buku, in der Märkischen Schweiz. Ich werde mich jetzt hier einparken. Soll sehr sonnig werden heute. Zwar nicht allzu warm, 8, 9 Grad bloß, aber halt sonnig. Wir schauen mal, was passiert. Ich freue mich drauf. Bleibt dran, bis später. Mein Rehen. 6.20 Uhr. Da ist er. Bin ja mal gespannt, was mich heute erwartet. Außer dass schönes Wetter wird. Ja, haben wir erfolgreich wieder so eine Woche Stress hinter uns gebracht. Selbstgemachten Stress natürlich. Kommen wir mal zu den angenehmeren Teil der Woche. Wochenende. Wandern gehen. Bisschen fotografieren. Und schöne Dinge erleben. Übrigens, so komisch wie das klingt, aber ich muss mal ein Foto machen von so einem eingefrorenen Kuhfladen. Habe ich auch noch nie gehabt. Mal gucken, wie das aussieht. Vogelwelt auch machen. Also hinter dem Hügel hier, da über diesen, erwartet mich die Sonne wieder. Theoretisch
Jahre zu Jahr in der Gegend, um Eisvogel anzutreffen. Fließende Gewässer, klar ist es auch. Genug Ansitze hat er. Müssen bloß noch kleine Fische drin sein. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Genau der richtige Weg für Pumps und Hakenschuhe und so eine Geschichten. Ich zeige euch das gleich mal. Naturschutzgebiet, Ralala, Stobertal. Okay, ich würde mal darauf tippen, dass das Stobertal ist und deswegen dieser kleine Bach hier Stober heißt. Oder könnte natürlich auch das Sophienfließ sein. Aber wo fängt das an und wo hört das auf? Seht ihr jetzt, was ich meine? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass das der große Turnersee ist. Okay, dann wisst ihr das jetzt. Thank you.
Oh ja, nimm weg. Jetzt habe ich ein bisschen Appetit auf zu futtern. Und noch einen Schluck Wasser. Die 100 Meter schaffe ich noch. Das ist doch mal ein cooles Plätzchen für eine Rast, oder? Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich hier alleine bin? Ich renne hier seit fast 4 Stunden schon wieder durch die Botanik und noch keine Menschenseele getroffen. Wieder mal nicht. Schon komisch irgendwo. Aber das ist halt so. Aber jetzt gibt es erstmal was zu futtern. Und mal einen Schluck aus der Wasserflasche. Und mal eine Pause genießen für den alten Mann. Gönnt mir mal eine kleine Knapperpause und dann sehen wir uns nachher wieder. Sag mal, erinnert, dass heute kein Wanderwetter ist. Aber traumhaftes Wetterchen. Auf die Reitersleute schimpfen, die würden mit ihren Pferden alle zerreiten und zerwühlen. So sieht es dann aus, wenn die Forstwirtschaft hier gearbeitet hat. Nicht so schlimm wie Reiter jetzt. So, wir folgen den gelben Punkt nach links. Sieht natürlich was aus, als wenn ich Allrad einschalten müsste an der Hacken. Na, dann mal los. Die müssen ja mit irgendeiner Raupe hier oder irgendeinem Kettenfahrzeug müssen die hier hochereiert sein. Das geht ja nicht hier. Also wie man sieht, Gummistiefel mit Allrad habe ich jetzt nicht bei. Könnte ich aber jetzt gebrauchen. Ja, gut. Dann versuchen wir uns mal hier rechts durchzuschlagen. In der Hoffnung, dass da irgendwas geht. Okay. Jetzt aber gut aus der Latschen hier holen. Oh, warte, schön umgehauen, das Ding.
Viel ist ja nicht mehr übrig geblieben von ihr. Aber ein bisschen Wurzelwerk könnte man sich vielleicht noch angucken. So, Peter, das ist der Rest vom Schützenfest. Vom einst stolzen Bäumchen namens Fichte bleibt im Endeffekt auch nur Geschichte. Tja, da liegt sie nur, das stolze Bäumchen. Und nicht viele schenken ihr mehr Beachtung. Umgefallen, verrottet. Irgendwann ist sie nicht mehr zu sehen und das war's. Keiner wird mehr wissen, dass hier mal eine Fichte stand. Wenn man nicht irgendwas als Erinnerung hinstellt oder da lässt, einbuddelt, was auch immer. Seid mal ehrlich, wenn man hier so rüber schaut, auf die andere Bachseite, ein bisschen hügelig geht's da schon zur Sache. Mal hoch, mal runter. Also da kommt man doch schon mal ins Schnaufen. Mehr oder weniger. Aber ich nehme jetzt den leichteren Weg hier. Wilde Täler und Schluchten. Das ist übrigens jetzt das Sophienvlies. Gesagt. Ich habe schon gedacht, ich muss wieder querfeld einschießen hier. Schauen wir mal. Ich muss mich erstmal durchkämpfen hier. Fast oben am Parkplatz. Ich weiß jetzt nicht, wie voll der Parkplatz ist da oben. Deswegen verabschiede ich mich schon mal hier unten.
werde jetzt diesen kleinen Trampelpfad hier links, wo ihr dieses Geländer da noch seht, vielleicht 300-400 Meter hochlaufen und dann ist der Wanderparkplatz auch schon zu sehen. Heute früh war ich ja alleine da, dürfte jetzt etwas voller sein, nehme ich mal an. Ja, war schön mit euch hier eine Runde zu drehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die eine oder andere Stelle war ein bisschen tricky, aber machbar. Okay, dann haltet die Ohren steif, bleibt sauber, geht raus, macht Fotos. Wir sehen uns, euer Stecki.